Genau, also da kam es scheinbar, also laut Insider-Informationen, zu Unstimmigkeiten. Ansonsten können wir gerne noch mal über Stefan Raab sprechen, wenn ihr möchtet. Das wirkt jetzt ein bisschen random als Thema, aber Jula hat zusammen ein paar Slides draus gebastelt, um das mal nachzuvollziehen. Deswegen dachten wir uns, wir könnten uns dieses Video hier geben. Die wahren Gründe hinter Stefan Raabs Comeback. Und danach haben wir so ein paar Slides dazu gemacht, zu den Firmenkonstrukten, wo Raab beteiligt war, wo was veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Am Samstag, dem 14. September, kehrte Stefan Raab in einer spektakulären Show zurück vor die Fernsehkameras. Die Show hatte fast 8 Millionen Zuschauer. Sein Comeback-Song stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein. Und schnell wurde klar, der Kampf war nur der Anfang. Und Raab wird in den nächsten Jahren diverse neue Shows machen. Und das exklusiv bei RTL. Vorher war er immer bei ProSieben gewesen. Schreibt mal in den Chat, wer hat TV Total gesehen oder früher? Wem ist dieser Mann ein Begriff? Und wer sagt sich jetzt, wer ist dieser ältere Herr? Denn eigentlich widerspricht sein Comeback allem, was er früher immer gesagt hat. Als er damals gegangen ist, hat er gesagt, es ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Was ich übrigens an Stefan Raab hochgradig sympathisch finde, ist, dass er eine Weltumsegelung scheinbar mit seiner Familie gemacht hat. Auch richtig Bock eines Tages. Ich habe ja mal vor... Als ich angefangen habe bei Viva, oder keine Ahnung, ein halbes Jahr bei Viva war, glaube ich, so ungefähr, da habe ich gesagt, dass ich im Fernsehen eigentlich nicht unbedingt alt werden möchte. Ich habe das immer so beschrieben, ich möchte nicht irgendwann mal meinen Kindern erzählen müssen, guck mal, da im Fernsehen ist der Papa, der macht da den lustigen Onkel, damit er euch was zum Anziehen kaufen kann. Scheinbar hat sich seine Einstellung dahingehend aber gewandelt. Oder er muss jetzt den lustigen Onkel auch nicht. Um die wahren Gründe hinter Raabs Comeback zu verstehen, ist es auch wichtig, ihn als Mensch besser zu verstehen. Und dafür werfen wir zunächst mal einen Blick auf seine Vergangenheit. So, dann gucken, ob das hier überhaupt um die Firmenkonstrukte geht, weil das ist ja vor allem das Interessante, was wir uns angucken wollen. Ich hatte zu der Zeit Jura studiert und ich fühlte mich nicht ganz ausgelastet. Da habe ich gedacht, wo kann man ein bisschen sagen wir mal, menschliche Kontakte pflegen, das geht in der Metzgerei sehr gut. Ja, tatsächlich machte Raab neben dem Jurastudium auch noch eine Metzgerlehre und schloss diese sogar als Bester seines Bezirks ab. Als er dann im 5. Semester seines Jurastudiums war, brach er dieses jedoch ab. Der Grund, er wollte nicht so enden wie all die unglücklichen Anwälte, die er kannte. Stattdessen wandte er sich dann wieder seiner wahren Leidenschaft zu, der Musik. Zu diesem Zweck gründete Raab. Schon geil, die Looks von damals, ne? Daran sieht man halt schon, dass es eine andere Epoche ist. Eigenes, ne? Musiklabel namens Beziehungsweise kommt teilweise wieder, ja. Der Name kam, weil er sein erstes Studio in seiner Dachgeschosswohnung einrichtete. Schnell verdiente er dann sogar erstes Geld, und zwar mit Werbejingles. Werbejingles, wo... Stefan Raab, bester Mann, grinst so breit wie ein guter ETF. Wie fragt ihr euch? Ich habe für Käse so aus Eis, Langnese, Blendermet, ja, alles, also ganze Menge. So. Auch das ARD-Morgenmagazin. ARD-Morgenmagazin habe ich Musik für geschrieben. Also für alles Mögliche, Dokumentarfilme. Okay, die wahren Gründe hinter seinem Comeback sind jetzt immer noch nicht so angeteasert. Vielleicht springen wir im Video mal so ein kleines bisschen. Was meint ihr? Ja. Mit seiner Frau hatte er damals zwei junge Töchter und wollte sich die Zeit nehmen, sie aufwachsen zu sehen. Und außerdem hatte er auch noch andere Lebensträume. Es ging lange das Gerücht um, dass sie sich aus dem Fernsehgeschäft dereinst verabschieden möchten, um die Welt zu umsegeln. Das ist kein Gerücht, sondern das ist tatsächlich ein Traum, den ich habe. Sehr geil, ja. Welt umsegeln, nicht schlecht. Den ich aber schon so lange habe, dass er immer wieder neu aufs Neue verschoben wird. Na gut, das kenne ich. Wenn man halt erstmal in so einem Flow ist, beruflich und so weiter, dann kann man halt nicht einfach mal so ein Jahr aussteigen. Also zumal, gerade wenn man das mit Frau und Kind machen will, muss das ja vom Timing her auch passen. Kinder sind schulpflichtig, vielleicht hat seine Frau noch was gearbeitet, also ja. Ab 2015 hat er diesen Traum aber scheinbar nicht mehr aufgeschoben, da es tatsächlich immer wieder Berichte von Privatpersonen gab, die Raab mit seiner Familie auf einem Katamaran gesehen hatten. Es scheint also, als hätte er seine Auszeit unter anderem genutzt, um geile die Welt Bilder zu segeln. Aber solche Träume sind natürlich endlich und auch Raabs Kinder sind nun erwachsen. Das heißt, die persönlichen Gründe, die ihn motiviert haben, mit dem Promi-Dasein aufzuhören, sind inzwischen weggefallen. Er sagte selber kürzlich in einem Interview, das Leben ist ein Prozess und er ist nun an einem anderen Punkt als vor gut 9 Jahren, als er sich aus dem Fernsehen verabschiedete. Aber dabei verschweigt Raab eine wichtige Sache. Denn diese persönlichen Veränderungen sind nicht der einzige Grund für sein Comeback. So, jetzt wird's interessant. Tatsächlich steckt noch weit mehr dahinter.
Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, hat Raab für sein Comeback nämlich einen Megadeal mit RTL abgeschlossen. Und das mit einer ganz neuen Firma, die Raab erst vor einigen Monaten gegründet hat, namens Raab Entertainment GmbH. Wie immer, Geld ist die Motivation. Ja. Für den Deal hat RTL, Raabs neuer Firma, mindestens 90 Millionen Euro Budget mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren zugesichert. Ja, wobei das Spekulationen sind, glaube ich. Aber ich glaube, der Medienbranche zufolge ist das jetzt kein absurder Deal. Ja. Das klingt zwar nach enorm viel Geld, verglichen mit früheren Deals von Raab ist das aber gar nicht so spektakulär. 2011 hatte Raabs Firma von ProSieben zum Beispiel 184 Millionen Euro für 5 Jahre bekommen. Damals aber vielleicht auch für ein deutlich breiteres Spektrum an Shows. Ne? In heutigem Geld fast... Ach geil, die haben das hochgerechnet, hochinflationiert, also 500 Millionen. Sehr gut, das freut mich. Das ist gut gerechnet, cool. Also 500 Millionen versus 90 Millionen, ja. Branchenexperten gehen daher davon aus, dass der Deal ein tatsächliches Insgesamtvolumen von 200 Millionen Euro oder mehr umfassen könnte, wenn alles gut läuft und Raab die richtigen Quoten liefert. Und weitere Formate nachliefert. Mit anderen Worten, RTL hat Raab ein sehr verlockendes Angebot gemacht, das er einfach sehr schwer ablehnen konnte. Aber das ist natürlich nicht alles. Wie eben schon erwähnt, hat Raab den Deal nämlich mit einer komplett neu gegründeten Firma abgeschlossen. Und das hat natürlich einen Grund. Aber um den zu verstehen, müssen wir kurz die Geschichte von Raabs Firma und seiner Beziehung zu ProSieben beleuchten. Als Gesicht von ProSieben hatte Raab 25% der Anteile an einer Firma namens Brainpool. So. Dieser Firma gehört unter anderem zu 100% die Firma Raab TV, die immer Raab Sendungen produzierte. Also wir erhalten uns, Raab TV ist initial die Firma, die die ganzen alten Shows sozusagen auf, also TV Total von früher und so weiter, aufgesetzt haben. Und das gehört zu Brainpool. Und an Brainpool hat er 25%. So, die neue Firma, wo der ganze neue Spaß drüber läuft, ist aber Raab Entertainment. 2009 stieg dann aber die Firma Banijay Deutschland zu 50% bei Brainpool mit ein. Das ist eine französische Firma, so eine große Mediengruppe, die bei Brainpool eingestiegen sind und sich beteiligt haben. Brainpool ist übrigens nicht die Firma von Raab, sondern das ist... 2 andere Gründer, die das gegründet haben. Da sind auch viele andere Dinge drüber produziert worden. Nur irgendwann war Raab halt so mächtig. Also er hat dann einfach so den Großteil des Gesamtumsatzes und der gesamten Shows und Reichweite produziert. Und Banijay kam aus Frankreich und hat sich daran mit, ich glaube, etwas weniger als 50%, ich glaube nur 49% beteiligt. Aber müssen wir nochmal nachlesen. Dieses Unternehmen gehört übrigens zu einem kleinen Teil auch einem der reichsten Menschen der Welt, nämlich Bernard Arnault. Gründer von FMH. Raabs Anteile sanken 2009 also auf 12,5%. 2015, nach seinem TV-Abschied, behielt er diese Anteile zwar zunächst, doch 2018... Das war quasi eine Kapitalerhöhung, ne? Also Brainpool kommt rein und verwässert die bestehenden, also das wurden aus seinen 25% 12,5. Doch 2018 verkauft er diese auch. Genau, also da kam es scheinbar, also laut Insider-Informationen, wie gesagt, im Zeitartikel, können wir gleich nochmal reingucken, zu Unstimmigkeiten oder nicht mehr happy gewesen mit Brainpool und hat dann halt einfach seine Anteile von Brainpool an Banijay verkauft, die dadurch eine Mehrheit bekommen haben, ne? Von 50% auf 62,5%, also größter Aktionär. Zwar wieder an die Firma Banijay Deutschland, die nun also über 50% an Brainpool besaß. Im Gegenzug bekam Raab dafür 10% der Anteile an Banijay Deutschland. Zur gleichen Zeit schloss er mit ProSieben und Brainpool einen Vertrag, dass er bis 2023 als Produzent hinter den Kulissen weiter an Shows mitarbeitet. Das war der Punkt, wo er ausgestiegen ist und dann aber gesagt hat, okay, im Hintergrund produziert er weiter für ProSieben. Und einige von diesen Formaten wurden, oder viele von den Formaten wurden auch eingestellt, was halt wiederum die Spekulation nahelegt, dass er deswegen jetzt mit RTL weitermacht, weil... ProSieben keinen Bock mehr hat. 23 als Produzent hinter den Kulissen weiter an Shows mitarbeitet. Eigentlich sollte dieser Vertrag auch verlängert werden, aber es kam anders. ProSieben orientierte sich nämlich immer mehr von Raabs Firma weg und setzte mehr und mehr auf die Firma Florida TV von Joko und Klaas. Und auch Raab soll laut einigen Insidern nicht mehr zufrieden mit der Zusammenarbeit gewesen sein. Zum einen gab es angeblich Spannungen zwischen ihm und Sebastian Puffpaff, dem neuen Gesicht von TV Total.
Außerdem war Raab laut einigen Berichten aber unzufrieden mit dem neuen Mehrheitsinhaber seiner Formate, Banijay Deutschland, und forderte mehrmals die Kontrolle über seine Shows zurück. Ich habe Mehrheitsinhaber im Raab TV. Diese wollte man ihm aber nicht geben. Dies stellte Raab vor ein anderes Problem. Und zwar hielt er, wie eben erwähnt, inzwischen 10% der Anteile an Banijay Deutschland und wollte diese eigentlich an die Firma verkaufen, die übrigens inzwischen von seinem Entdecker Markus Wolter geführt wird. Aber dieser stimmte dem Verkauf. Markus Wolter ist der ursprüngliche Gründer von Brainpool. Kauf nicht zu, da Raabs Preisvorstellungen wohl zu hoch gewesen seien. Raab war bis letztes Jahr also gefangen in einer Situation, in der er nicht mehr die gewünschte Kontrolle über seine Sendungen hatte und gleichzeitig nicht einfach aussteigen konnte. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er sich nach diesem stillen Bruch mit ProSieben bewusst dafür entschied, nun mit RTL gegen seine alte Produktionsfirma zu konkurrieren. Dafür spricht unter anderem die Tatsache, dass seine neue wöchentliche Show Du gewinnst hier nicht die Million ausgerechnet zur gleichen Zeit wie TV Total, nämlich das ist ein nicer Move. Mittwochs zur Primetime läuft. Außerdem ist bekannt geworden, dass Raab für seine neue Firma zahlreiche Produzenten von anderen Produktionsfirmen abgeworben hat und als Geschäftsführer sogar den ehemaligen Chef von ProSieben und Sat.1. Ja, das ist derjenige, der damals seine Shows eingekauft hat von ProSieben, also der quasi bei ProSieben auf der anderen Daniel Seite war. Rosemann für sich gewinnen konnte. Darüber hinaus hat er sogar inzwischen die TV-Total-Band, die Heavytones, abgeworben. Diese werden nämlich ab Ende des Jahres wieder in Raabs Show spielen. Es sieht also alles danach aus, wie aggressiv, das ist ja echt übel. Als sei Raabs Comeback auch dadurch entstanden, dass er sich mit ProSieben oder besser gesagt der Banijay Group und Brainpool überworfen hat. Okay, gut, also schauen wir uns mal die Slides an, die Jule uns freundlicherweise zusammengestellt hat, um das Ganze nochmal zu durchblicken. Sonst verlieren wir vielleicht einen Überblick. Also Stefan Raab zieht sich 2015 aus dem Fernsehgeschäft zurück, half weiterhin hinter den Kulissen der Programmentwicklung. Also er hatte 25% an dieser Brainpool GmbH, seit 2009 12,5%, weil Banijay eingestiegen ist. 2018 wollte er die restlichen 12,5% an Banijay verkaufen, 2020 restliche Anteile verkaufen, 2023 beendet er die Zusammenarbeit mit Brainpool. Okay, genau, die Tochtergesellschaft, die er damals, also die ganzen Dinge, die da produziert wurden, wurden über Raab TV produziert, was eine hundertprozentige Tochter von Brainpool ist. Also er war da nicht direkt Eigentümer. Und die haben das ganze Zeug an ProSieben Sat.1 verkauft. Dann, wie gesagt, kam die Banijay-Gruppe 2009 rein, dann mit 50% Anteile. Raabs Anteile sind in der Zwischenzeit auf 12,5% runtergegangen. So, seit 2023 hat er dann aber eine eigene Gesellschaft gegründet, komplett unabhängig von Brainpools und allem drum und dran. Raab Entertainments GmbH, zusammen mit Rosemann. Und die produzieren halt jetzt für RTL. So, ich hoffe, das ist so halbwegs clear. Wie gesagt, ich kann diesen Artikel hier empfehlen. Ich glaube, die Strukturierung war im Artikel anders dargestellt als jetzt in diesem Video. Genau, aber schlussendlich, ja, er hat sich da verkracht und einige Shows sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Und daher, ja, könnt ihr euch das gerne hier mal durchlesen, wenn ihr das möchtet. Das war soweit auch schon dieses Reaktionsvideo. Schreibt uns gerne unten eure Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und in der Beschreibung findest du einen Link, wo du selbst Videos einreichen kannst, die wir uns dann vielleicht live im Stream anschauen. Und deswegen solltest du auch den Kanal unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, wenn ich das nächste Mal hier auf Überfluss live bin.